Okay. Und der hat sich mittlerweile ein wenig bewegt. Wohlgemerkt nicht viel. Aber, oh, jetzt habe ich hier mein Hauptschutz ein wenig. Moment. Das gehört sich ja nicht so. Ich bin mit meinem Kopfhörer an Popschutz gekommen und der ist dadurch ein bisschen verrückt. Nicht von wegen verrückt durchdrehen, sondern verdreht oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Gut, dann über die Brücke Richtung Werkstatt. So war das. Okay. Jetzt wäre mal die Frage, kann ein Wagen mit leerem Tank auch noch explodieren? Das ist eigentlich eine gute Frage, dafür müsste ich aber erstmal einen Wagen herfahren. Und das könnte rein theoretisch ein wenig dauern. Blöderweise. Scheiße, ist das Ding schnell! Jetzt kommt er mal dazu, das gibt keine 50 Punkte. Vielleicht 30? Nein, auch nicht. Na, 21 Punkte. So schlecht. Aber okay, das ist ja jetzt nicht so zwingend wichtig. Gut, für die Fahrt könnte es dann schon wichtig sein am Ende. Das ist dann eben jetzt die Frage. Also fürs Auto abholen da. Die einfach neben der Werkstatt natürlich wieder. Oh, Mist. Okay, darauf lasse ich mich jetzt mal ein. Das war blöd. Da bin ich wohl etwas aus der Übung. Und das war ein K.O.-Schlag im Nahkampf. Gibt 300 Punkte. Von daher kann man sich da nicht beschweren. Also klar, als K.O. geschlagen, da kann man sich dann schon ein bisschen beschweren, aber ich beschwere mich nicht, es gibt Punkte. Wieso ist das Rad eigentlich so hoch? Okay, Smith Thunderbolt, Diebstahl. Ach, langer Text. Mist, ich habe einen Typen versprochen, ich würde ihm einen Smith Thunderbolt besorgen und dann habe ich es vergessen. Er kommt morgen vorbei und naja, sagen wir mal, ich kann es mir nicht leisten, ihn zu verärgern. Ich habe keine Zeit für Reparaturen, Jimmy. Also sieh zu, dass du ihn in gutem Zustand ablieferst. Oh Gott. Es wird sich auch für dich lohnen. Nein, ich vergesse auch nicht, dich zu bezahlen. Versprochen. Ich weiß. Ich kann es mir auch nicht leisten, dich zu verärgern. Verärgern, Jimmy. Besorg einfach den Wagen, bitte. Das ist doch mal was da, was ein Bitte in dem Satz drin. Das freut einen natürlich. Da guckt man dann natürlich auch, dass der Wagen ordentlich zurückkommt. Stiehl den Smith Thunderbolt und bring ihn zur Garage. Natürlich, wenn du mich so lieb darum bittest, dann werde ich das natürlich auch tun. Nur ist die Frage, ob ich das mit meiner Schüssel noch hinkriege, vor allem weil der Dampf der Motor. Der hat es recht. Was? Der Wagen hat da gehalten, wo ich gestanden habe. Was soll denn der Käse jetzt? Okay, wohin muss ich eigentlich? Wenn ich dann wieder zurück... Och, das dürfte von der Strecke eigentlich ganz gut hinhauen. Außer die Zeit läuft jetzt schneller als bei den anderen Automissionen. Wovon man eigentlich ausgehen kann. Man darf es ja nicht zu einfach machen. Vor allem auch mit schwerem Level. Darf man es nicht mehr einfach machen. Okay. Die Sachen sollte ich dann mit dem Wagen, den ich hole, vermeiden. Ich meine, so Abkürzungen sind zwar immer gut und schön und bringen dann auch meistens was. Und das zum Beispiel soll ich auch vermeiden.
Aber ich sollte ihn ja im guten Zustand abliefern und wenn ich dann... naja, 95% sollte der ja schon haben. Davon sollte ich mal ausgehen. Ansonsten wird er den wahrscheinlich nicht annehmen. Ich kann ihn natürlich auch komplett im Schrott fahren und den dann leben, aber ich glaube nicht, dass er da erfolgt wäre. Ein Viertel der Zeit ist um, ich bin auf einem guten Weg. Das dürfte jetzt nur noch bis so ungefähr 20, also wenn wir jetzt eine normale Uhr dann über 20 nach, 25 mal nach maximal, denke ich mal, dauern. Und dann, so, ein paar Geschwindigkeitspunkte. Das ist ziemlich peinlich, fand ich. Du musst hier auf dem Parkplatz stehen, nehme ich mal an. Moment. Map. Ah, verdammt, nicht auf dem Parkplatz. Was mache ich denn da? Ich muss beeilen. So, 16 nach, haben wir bestimmt 17 nach eher. Aber, wie gesagt, die ganze Ding geht recht schnell, glücklicherweise. Da haben wir ihn auch schon. Das heißt auch, wir müssen ihn knacken diesmal. Blöderweise mit 4 Schlössern. So, und jetzt muss ich gerade nochmal husten. Okay, natürlich jetzt wieder blöd, aber okay. Gefährdet nicht die Mission. Und jetzt haben wir so ungefähr mittig zwischen, also bedeutet das 20 oder 23 nach. Und da der Wagen recht schnell ist, werde ich es auch schaffen. Das ist echt ein Polizeiwagen. Scheiße, das Ding da mal ein bisschen. Irgendwie nicht. Ich sollte mir nicht übertreiben, zumindest wenn ich in Sicht für der Polizisten bin. Dass die mich dann noch jagen. Okay, jetzt ist die Frage, wohin muss ich eigentlich? Ja, dachte ich mir doch, den Weg zurück einfach. Bedeutet jetzt hier gleich eine. Wow, nein, 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 nein! Nein, verdammt! Wollt ihr mich jetzt hier verholen oder was? Ich glaube, ich muss die Mission nochmal machen. Weil das sind jetzt bestimmt nur noch 95%. Mit der besonderen Auflage dürfte es noch weniger geben. Für mich an Kohle. Oder auch an Punkten. Darf ich den Typ jetzt umbringen? Der hat meinen Wagen verbeutet. Ich guck erstmal, wie es aussieht am Ende und dann werde ich dann entscheiden, was ich mache. Weil ich will ja auch keine schlechte Ware abliefern. Ich meine, genug Zeit habe ich ja eigentlich. Setze ich mich da eigentlich so? Kann ich da rein, drücke ich das ganze Ding mit zum Automat fahren? Dann will ich dann auch keine Probleme. Na gut, ist eben die Frage, ob es dann noch reicht, dass es wirklich dann noch am Ende knapp wird. Aber wir sind hier schon wieder so gut wie da und es bleibt noch mehr oder weniger 5 Stunden, also eher 20 Minuten. Ich glaube, das ist mal eine Minute, was bei mir ist, sonst ist es ein bisschen scheiße. So. Die Frage ist jetzt, nimmt er das an? Zustand des Wagen 90. Autsch. 6000. Ich wiederhole die Mission. Ich versuche den jetzt mal mit 100 da durchzubringen. Dann gibt es 1000 Punkte für mich. Und mehr Kohle. Hm. Oh, fängt schon an. Das ist natürlich jetzt... ich stehle den Smith Thunderball und bringe ihn zur Garage. Ganz einfacher Auftrag. Mal sehen, ob ich den so erledigen kann. Ah, meine Tanknadel wandert langsam zum ersten Strich. Da muss
müssen wir einfach mal. Jetzt ist die Frage.